Letzte Frage zu diesem Themenblock Kopftuch. Wie stehen Sie denn eigentlich zum Kopftuch tragen, Kopftuchverbot? Wird europaweit diskutiert. Ja, also ein Kopftuch soll man tragen können. Das auch ist, in öffentlichen ja, Orten. Das ist die Freiheit. Auch vor Gericht, auch in Ämtern. Auch vor Gericht ein Kopftuch. Ich glaube, dass vor Gericht nicht möglich sein soll, sich völlig zu vermummern, zu entstellen. Das ist nicht okay. Aber ein Kopftuch, das ist natürlich okay, das muss möglich sein. Und da gibt es ja auch sehr viele muslimische Frauen, die sagen, das habe ich natürlich frei gewählt. Und das wäre eine Beschränkung meiner persönlichen Freiheit, wenn es das mir nimmt. Und meine Großmutter hat immer Kopftuch getragen. Ja, ich weiß schon, aber wenn wir anfangen, Herr Stoppacher, zu sagen, ich verbiete grundsätzlich ein Kopftuch, dann kommt der Nächste und sagt, wir müssen Krawatten verbieten und pinke Schuhe. Ja, da war ein Vorteil, ja, also in seinem Fall.